alle stehen wollen. Okay. Da klaue ich also schon mal keinen Wagen. Ich bräuchte ein Motorrad oder sowas. Oh Gott. So. Und dasselbe noch einmal, aber diesmal geht's besser. Hör auf zu schreien. Memme. Ja, komm, lass dich raus. Ja, dann hau doch ab. So. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Kladusch. Heiligsblechle. Gut, das kennen wir. Also, ja. Schon mal sehr gut. Oma Schüssel da. Klappe. Och nö. Ich hab's eilig. Ja. Boing. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Solange es so geradeaus geht, ist das perfekt. Autsch! Nein! Steck ein, steck ein, steck ein, steck ein, steck ein. Fuck this! Ach nee! Ja, leck's mit am Arsch! Ach nee. Wie wär's denn mal mit dem Motorrad? Wie Dickhead. Hey, bleib hier! Ach, Shedding. Na, kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Na, dann halt nicht. Na, super, da steht ein Bulle. Nehmen wir uns den. Och nee. Den habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Ja, nee, ist klar. Keine Zeit. Kann ich mit euch spielen? Oh. Ja, dann geht doch aus dem Weg. So. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem LP schon gesagt habe. Aber ich glaube, ich brauche ein neues Auto. Ach komm, komm.
Oh, oh, hoffentlich fahre ich jetzt richtig. Ah, da, nee, das ist ein Flugzeug. Da ist der Heli. Klappe. Oh, nee. Hoffentlich ist der Heli bald am Ziel. Ich hab's eilig. Ja. Geh doch mal aus dem Weg da. Huch. Shit. Neuer Wang, neuer Wang, neuer Wang, neuer Wang. Egal. Scheiß drauf, aber das ist ein Taxi. Ich darf den Heli nicht noch ein weiteres Mal verlieren. Wow! Jo, 360 Grad Drehung und weiter geht's. Hihihi. Lass den Helikopter aneinander, nähere dich und dann schnapp ihn dir. Nein! Ja, steck aus, steck aus, steck aus! Juden, doch, ich wollte mal nach... Das ist meine Art, um mal freundlich Guten Tag zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Bye bye. Halte W gedrückt, um höher zu steigen. Oha. Geil. Jetzt wird's richtig lustig. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich hier machen muss, aber egal. Was? Er schickt mir ein Foto? Ich hab ehrlich gesagt jetzt... egal, guck ich später nach. Scheiße, mein Leben sieht ja aus. Wo müssen wir denn hin? Hier ist ein Flughafen. Müssen wir weiter als am Flughafen? Nee. Lande den Helikopter neben dem Frachthafen. Oh, 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 oh. Muss ich mit dem Helikopter da landen?
So, drehen, drehen, drehen. Okay. Dann fliegt man nach vorne. Oh, oh. Ich bin doch eine Niete im Fliegen. Ich bin doch schon eine Niete im Fahren. Ja, ich hab's geschafft. Thank you. We'll take it from here. $7,000. What the fuck? Krass. My men have the chopper. They're going to strip it down and put it back together. It should be ready for you when you need it. Why would I need it? The guy I told you about. The guy you need to eliminate. Ach, yo. The only way you'll get to him is in the air. I'll call you when we have a window. Goodbye. Meint der goodbye? So, steig mal ein. Oh, bist sogar auf. So, wo fahren wir denn als nächstes hin? Oh, wir haben... Ah, dann können wir ja mal zu Peggy fahren. Obwohl, ich würde am liebsten jetzt vorher mal speichern. Weil unser Leben sieht ja auch nicht gerade allzu gut aus. Aber egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Alter, bei dem Tempo schläft man ja ein. Sehe ich das richtig, dass wir gerade auf der Landebahn fahren? Uiuiui. Danke, Kollegen. Na dann. Auf zu Peggy. Aber mit dem Leben... Egal, wird schon irgendwie klappen. Oh, es fing an zu regnen an. Vielleicht haben wir hier irgendwo mal ein Krankenhaus. Ich muss hier rein. So, okay. Bei GTA San Andreas gab es ja bei den... Halt! Bei den Krankenhäusern immer mal ein Herz. Yep. Genau das habe ich mir... Wow, fuck. War doch noch nicht so nah. Roman. Cousin, is your cousin? How about we go see a show? Cousin, I am in no mood to be entertained. Another time will be better, perhaps. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Ja, genau. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht, wo ein Krankenhaus ist. Ist da nicht eins? Nee. Also bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als doch mal eben kurz speichern zu fahren, damit wir mit dem Leben wieder aufgetankt kriegen. Boing. Also dafür, dass das meine erste Flugstunde war, habe ich mich doch gar nicht so schlecht geschlagen, oder? So, da hätten wir Peggy. Na gut, gehen wir zu Peggy. So the
plan was they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. Oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking, not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Ooh. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. Then I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey. Coming, Ma. You boys play nice now. For sure. Hey. Okay. Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner, safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you? Well, since you put it that way, I mean. Right. Good. All right, right, all right. Let's go. Let's do this. Can you get us a car? Na, Prost-Mahlzeit. Two idiots can't drive for shit. Fuck you, Packy. Yeah, fuck you. Ist das ein Bulle? Nein. Aussteigen. ZZ. So, dann wollen wir mal drehen. Take us out to the waste management plant under the Algonquin Bridge on Colony Island, big man. So, was haben wir? Fahr zur Mülldeponie. Okay. Upsala, sorry. You fucking guessed it. It's an Ancelotti operation. Ray tipped us off about a big payoff they just got. A fat cash payoff. Ihr wisst ja, dass ich jetzt mit dem Taxi fahre und dass ich dafür auch Kohle verlange, ne? It's the fucking Pecorinos, man. We're working for them. Pecorino's a type of cheap. Ja, natürlich. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Huch, den hab ich gar nicht gesehen. I heard this speech a million times. McCreary's ran the city. People were scared. Na, geht aber noch. Let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. Und die Motorhaube ist weg. I'd like to tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know, the purgatory is called what it is because people were so scared. Ich glaube, ich weiß, was uns erwartet. Heilige. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCreary is your brother. Ach du Scheiße. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCreary's. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know... Stehen denn jetzt da eigentlich... Ja, da stehen... Waffengeschäfte drauf. Fahre ich nämlich mal kurz dahin. I got a story for you.